Die Geschichte von Edre. Ein Aufstiegsroman von Wolfgang. Teil 2. Thomas wirkte von außen wie immer sehr gelassen. Er hatte schon in der Kindheit gelernt, seine Gefühle zu unterdrücken, und er kannte auch alle möglichen Methoden, seinen Geist zu fokussieren. Die normalen Edren würden es Meditation nennen, aber die Unedren hatten diese Art der Konzentration des Geistes perfektioniert, und diese Methoden waren auch Teil ihres geheimen Wissens. Thomas musste schmunzeln. Es war urkomisch, wenn er die Edren in den sozialen Medien über diese Dinge sprechen hörte. Sie waren so unfassbar unwissend und naiv. Er hörte seinen Vater sagen: "Hältst du das für einen Witz?" Thomas schreckte aus seinen Gedanken hoch. "Nein, das tue ich nicht, Vater." Sein Vater sah ihn sehr eindringlich an. "Du musst dich konzentrieren. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wenn wir die Edren am Massenerwachen hindern wollen. Und wir brauchen ein paar richtig gute neue Ideen." Thomas nickte eifrig und sah sich um. Langsam füllte der Saal sich und die verschiedenen Familien nahmen ihre Plätze ein. Ihr eigenes Familienunternehmen beschäftigte sich mit den sozialen Medien, was momentan sehr wichtig war, denn darüber kommunizierten die Edren. Das war auch so gewollt, denn Kontrolle ist alles. Allerdings gab es immer mehr Wahrheit in den vielen Videos und Podcasts und es war nur noch schwer zu kontrollieren. Das machte alle nervös. Das Problem dabei war, dass sie zwar die bekanntesten und beliebtesten Plattformen kontrollierten, aber als sie anfingen, die Inhalte immer mehr zu beschränken, wurden von den Edren selbst eigene Netzwerke erstellt und darauf hatten sie viel schlechter Zugriff. Es war also ein Tanz auf der Rasierklinge. Auch die anderen Familien hatten Schwerpunkte. Am wichtigsten in dieser Zeit war es, die Gesundheitsversorgung zu kontrollieren, die Lebensmittel und natürlich die Finanzen. Die Rüstungsindustrie und die Energieversorgung liefen wie immer relativ unabhängig von allem. Alle brauchten Waffen und Energie auf Edre. Das war schon immer so und würde wohl auch die nächste Zeit so bleiben. Aber ihre Familie stand wirklich unter Druck. Viele gaben ihnen die Schuld an den Bewusstseinssprüngen der Edren. Man konnte das Rad der Zeit aber nicht zurückdrehen. Sie hatten die Edren mit ihrer Technologie auch abgelenkt. Es gab fast niemanden mehr, der ohne ihre Technik auskam. Die Edren waren wie eine Armee von Zombies, die nur noch auf ihre Bildschirme sahen. Das war auch der Plan. Die Technik hatte einen enorm schädlichen Einfluss auf die Gesundheit und auch das Bewusstsein der Edren. Die Kinder spielten fast nicht mehr draußen, sondern saßen nur noch vor ihren Bildschirmen. Sie hatten die schädliche Technologie in der drahtlosen Übertragung und in den Bildschirmen untergebracht. Und alle Unedren hatten ihre Familie dafür gefeiert, dass die Wissenschaftler des Planeten das alles durchgewunken hatten. Niemand stellte Fragen, ob die Strahlung und Frequenzen gesundheitsschädlich waren. Gut, sie hatten auch selbst viele Studien beauftragt, die dann auch dementsprechende Ergebnisse erzielten. Das hatte sie auch viel Geld gekostet, aber so lief das eben. Sobald man mit Edren arbeiten musste, ging es nur über Geld und Belohnung. Untereinander konnten sie da viel effektiver zusammenarbeiten. Die Konferenz heute war extrem wichtig. Es würde eine Abstimmung geben über die weitere Vorgehensweise. Das war wirklich ungewöhnlich, denn sie hatten ihre Pläne bisher immer Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte im Voraus geplant und dann auch perfekt umgesetzt. Aber etwas in dieser Zeit war anders. Vielleicht hatten die Religionslenker eine Idee. Die Weltreligionen auf Edre waren fest in der Hand ihrer Geschäftspartner. Und auch neue Strömungen wurden von ihnen schnell eingefangen und gelenkt. Die Aufmerksamkeit der Edren war wirklich leicht zu beeinflussen. Sie achteten auf die Aufrufzahlen der Beiträge in den sozialen Medien und folgten den Inhalten, die viel Aufmerksamkeit hatten, aber das alles konnte manipuliert werden und wenn mal jemand etwas Gefährliches verbreitete,
dann konnte man die Accounts löschen oder man konnte mit Hilfe von negativen und kritischen Kommentaren die Adren stark verunsichern bezüglich der Qualität der Informationen. Sie hatten auch schon Inhalte nachträglich verändert. Das hatte einige Zeit sehr gut funktioniert, weil die Manipulationstechnik sogar in Echtzeit das Gesprochene verändern konnte. Und es konnte sogar auf jeden einzelnen Empfänger angepasst werden. Es gab von jedem Adren, der moderne Informationstechnik benutzte, ein Profil über seine Gewohnheiten und Vorlieben. Sie hatten es mit dem nachträglichen Verändern der Videos und Podcasts aber auch schon übertrieben. Und die Adren hatten sich nachträglich ausgetauscht und festgestellt, dass sich Inhalte verändert hatten. Und das alles eskalierte, als sich einmal ein Unedre einen Scherz erlaubte und in einer spirituellen Rede sehr viele sexuelle Anspielungen unterbrachte. Immer wenn der Sprecher zum Beispiel Wahrheit sagte, wurde es durch einen unflätigen Begriff eines männlichen Geschlechtsorgans ersetzt. Das war zwar urkomisch, weil der Edre so oft von seiner Wahrheit und auch von ultimativer Wahrheit sprach, hatte aber auch für sehr viel Verwirrung und Aufmerksamkeit gesorgt und sie mussten anschließend so viele Beweise, Aufnahmen und sogar Zeugen beseitigen und natürlich auch den Unedren degradieren. Deswegen hatten sie von dieser Art der Manipulation wieder abgelassen. Sie hatten es dann im Nachhinein als Hackerangriff einer kleinen radikalen religiösen Gruppe dargestellt. Aber bis heute hält die Diskussion an, wie diese Hackergruppe das angestellt hat, weil eine solche Technologie gar nicht bekannt war. Es gab viele Verschwörungstheorien darüber. Sie hatten solch großartige Möglichkeiten, die Wahrheit zu unterdrücken, und dennoch waren immer mehr gefährliche, echte Informationen in Umlauf. Es waren einfach so viele Adren, die sich mittlerweile mit Inhalten beschäftigten, die sie früher überhaupt nicht interessiert hätten. Thomas sah zum Rednerpult am Ende des Saals und konnte sehen, wie der Vorsitzende sich vorbereitete, das Wort zu erheben. Der Saal, es war schon eher eine Halle, war jetzt auch komplett gefüllt und alle hatten ihre Plätze eingenommen. Sein Vater und er waren nicht alleine gekommen, aber der andere Teil ihrer Familie hatte wesentlich weiter hinten Platz genommen, wie alle anderen weniger wichtigen Unedren auch. Heute würde es nur auf die Familienführer ankommen. Eine Familie hatte aber tausende von Familienmitgliedern. Die Familien waren über mehrere Jahrhunderte gewachsen und die Unedren waren sehr viel langlebiger als die normalen Edren. Sie hatten einerseits dementsprechende Technologien und Hilfsmittel entwickelt und andererseits hielten sie sich fern von all den Giften und schädlichen Umwelteinflüssen, denen die Edren ausgesetzt waren. Unedren konnten viele hundert Jahre alt werden, während die Edren kaum mehr als 100 Jahre alt wurden und oft schon mit 70 an irgendeiner schweren Krankheit starben. Deswegen standen die echten Unedren auch nicht in der Öffentlichkeit. Die Gerüchte über Verschwörungen beschäftigten sich fast ausschließlich mit ihren Geschäftspartnern, die oft Adren waren oder weniger wichtige Unadren, die mehr oder weniger als Kanonenfutter verwendet wurden. Schon bevor der Vorsitzende das Wort erhob, war es komplett still geworden. Unadren waren extrem diszipliniert. Das war Teil ihrer Ausbildung in den einzelnen Familien. Niemand tanzte aus der Reihe oder gönnte sich so etwas wie Freizeit. Alles war der großen Sache untergeordnet. Und in dieser Zeit bedeutete das, den Neustart der Zivilisation zu verhindern. Die Adren durften nicht bewusst werden. Sie waren in einer überwältigenden Überzahl. Die Unadren mussten wegen des drohenden Neustarts des Planeten und auch wegen rachsüchtigen Adren ganz konkret um ihr Leben bangen und damit auch um den Fortbestand ihrer Familien. Und die Familien waren seit Tausenden von Jahren alles. Es gab nichts Wichtigeres als die Familie. Und bei einem Neustart des Planeten würden die meisten von ihnen ebenfalls ihr Leben verlieren. Der Vorsitzende erhob das Wort. Ich will mich kurz fassen. Alle wissen, wie ernst die Lage ist.
Wir brauchen jetzt Arbeitsgruppen, die aus den Familienführern gebildet werden, und wir brauchen sehr schnell eine neue Strategie. Und ich sage auch gleich, was wir nicht machen werden und was gar nicht diskutiert werden darf. Wir brauchen keine ädreweite Pandemie. Das hat laut unseren Aufzeichnungen schon früher nicht funktioniert. Die Angstenergie funktioniert zwar zu Beginn, aber dann kommt die Wahrheit immer mehr ans Licht. Es kann zwar ein Ziel sein, die Bevölkerung stark zu dezimieren, aber wir wollen dabei auf keinen Fall unsere Familien und Geschäftspartner gefährden. Und das macht es schwierig. Weiterhin werden wir, wie ihr wisst, seit einigen Jahrhunderten von Außerirdischen beobachtet. Wir waren nicht so dumm, mit Massenvernichtungswaffen zu experimentieren, und somit beschränkten sie sich weiterhin nur aufs Beobachten. Wir haben ihnen auch ganz klar zu verstehen gegeben, dass wir keinen Kontakt wollen. Das ist unser Planet. Wir wissen aber nicht, was sie machen, wenn wir drastischere Methoden anwenden. Das sind die Umstände, die eure Ideen berücksichtigen müssen. Ich weiß, dass die Religionslenker sich deutlich für eine Messias-Lösung aussprechen, aber das muss sehr aufwendig koordiniert werden und es birgt auch große Risiken, weil es dann auf einen einzelnen Unädren ankommen würde. Wir können dafür keinen Ädren nehmen. Die Gefahr wäre zu groß. Wie vorher schon angekündigt, werden wir bei diesem Treffen Arbeitsgruppen bilden und ich bitte, aus jeder Familie 2 Mitglieder zu wählen, die sich mit den anderen Führern der Geschäftszweige beraten. Es sollen aber noch einmal jeweils 2 weitere Arbeitsgruppen gebildet werden und wir wollen nicht, dass sich die Arbeitsgruppen untereinander austauschen. Wir wollen 3 vollkommen voneinander unabhängige, neue Ansätze dadurch kreieren. Und jetzt an die Arbeit! Lang leben die Unädren! Aus dem Saal erklang die laute Antwort: Und lang leben die Familien! Thomas sah sich um. Wie erwartet würden er und sein Vater heute wichtige Gespräche führen, aber wer aus seiner Familie würde die anderen 2 Gruppen bilden? Sein Vater erriet Thomas' Gedanken und sagte: Deine 2 älteren Schwestern und dann noch dein Onkel Hans und sein ältester Sohn. Das wäre meine Wahl. Bist du damit einverstanden? Thomas überlegte ein wenig zu lange und sofort wurde der Blick seines Vaters wieder schärfer. Er hatte wenig Geduld mit Thomas und er erwartete immer nur sein Bestes. Aber in letzter Zeit war Thomas oft unkonzentriert. Er hatte die Ausbildung mit Bravour absolviert. Er hatte sich als echter Unädre bewiesen. Er hatte alle Prüfungen mit Rekordwerten bestanden und war erwiesenermaßen einer der klügsten und fähigsten Unädren, die jemals auf dem Planeten gelebt hatten. Und deswegen stand er auch schon so jung in der Verantwortung für die Familie. Und dennoch fühlte er sich in letzter Zeit oft nicht mehr in der Lage, rein auf Logik basierende Entscheidungen zu treffen. Er durfte darüber aber mit niemandem sprechen. Sie würden ihn entweder hinrichten oder ihn noch einmal mindestens 5 Jahre fast bis zu Tode quälen, wenn sie glaubten, dass bei seiner Ausbildung etwas schiefgelaufen war. Er musste sich zusammenreißen. Exzellente Wahl, Vater! Und dennoch werden unserer beider Ideen und Vorschläge alle anderen weit übertrumpfen. Sein Vater schenkte ihm ein seltenes Lächeln. Ja, das sehe ich auch so, mein Sohn. Sie machten sich auf zu den Besprechungsräumen und sein Vater unterrichtete noch im Gehen die Familie über die Entscheidung, wer die anderen Arbeitsgruppen bilden sollte. Thomas fröstelte leicht. Dabei waren alle Räumlichkeiten perfekt temperiert. Als sie im Besprechungsraum ankamen, waren sie die Ersten und sie begaben sich, wie selbstverständlich, an den Kopf des großen Tisches. Der Wecker klingelte. Stefan hatte mal wieder dröhnende Kopfschmerzen, aber er würde es durchhalten. Dazu war er fest entschlossen. Er hatte in einem Video gesehen, dass die Medikamente, die jeder Ädre seit Geburt nahm, in Wirklichkeit etwas sehr Wichtiges unterdrückten.
Die Tabletten waren dazu gedacht, gesund zu bleiben, in einer immer giftigeren Umgebung. Die Wissenschaftler hatten schon vor vielen Jahrhunderten herausgefunden, dass die Natur sich immer mehr gegen die Ädren wendete. Das wurde auch von allen Religionsführern gestützt. Der Planet wendete sich angeblich gegen sie, weil sie zu viele waren und Raubbau an den Ressourcen betrieben. Vor allem die Energiegewinnung war ein großes Thema in den Medien. Die Böden waren angeblich stark verseucht und es war eine echte Sensation, als die Wissenschaftler ein Allheilmittel gegen schädliche Umwelteinflüsse fanden. Man konnte eigentlich essen und trinken, was man wollte. Es wandelte sich durch die Tabletten alles in gesunde Lebensmittel um. Das war ein echtes Wunder. Niemand auf dem Planeten hatte bis vor wenigen Jahren die Tabletten in Frage gestellt. Jeder nahm sie. Und tatsächlich war seither die Lebenserwartung im Schnitt um fast 10 Jahre gestiegen. Und vor ein paar Jahren hätte er gelacht, wenn ihm mal jemand gesagt hätte, dass er irgendwann die Tabletten freiwillig absetzen würde. Aber es schwang eine Wahrheit mit in dem Video des älteren Mannes, der die Ädren vor den Tabletten gewarnt hatte. Das Video war mittlerweile nicht mehr zu finden. Stefan konnte es sich nicht erklären, warum er darauf gehört hatte. Es war, als ob er wachgerüttelt worden war. Diese Information hatte ihn tief im Inneren berührt und war mit Logik nicht zu erklären. Allerdings merkte er, dass er jetzt viel mehr aufpassen musste, was er aß, und das war ebenfalls ein Problem, denn in der Arbeit konnte er nicht mehr mit seinen Kollegen in der Kantine essen und die machten schon Witze über ihn. Noch hatte ihn aber keiner in Verdacht. Wer würde auch schon die Tabletten absetzen? Aber die Kopfschmerzen machten seiner Freundin Sorgen. Sie lebten nicht zusammen, trafen sich aber häufig. Ihr konnte er nicht erzählen, dass er die Tabletten abgesetzt hat. Sie würde ihn für verrückt erklären und vermutlich sofort verlassen. Die Tabletten schützen auch vor allen möglichen Krankheiten, auch ansteckenden Krankheiten. Und angeblich konnte man ohne die Tabletten keine gesunden Kinder zeugen. Sie kannten sich noch nicht lange genug, dass er mit ihr darüber sprechen konnte. Im Gegenteil, wegen seiner Kopfschmerzen hatte sie ihm geraten, beim Arzt eine höhere Dosis zu beantragen. Es dröhnte immer stärker in seinem Kopf. Und auf einmal erinnerte er sich wieder an seinen Traum. An den Mann mit den langen Haaren. Wer bitte trägt denn lange Haare? Auf Ädre trugen nicht einmal Frauen lange Haare. Das war schlichtweg unpraktisch und sah auch total ungepflegt aus. Die meisten auf Ädre rasierten sich sogar den Kopf. Das war seit Jahrhunderten schon Mode. Der Mann aus seinem Traum hatte aber nicht einfach nur lange Haare. Er trug sie offen und sie leuchteten fast. Er trug auch einen Bart. Das war schon deswegen ungewöhnlich, weil fast niemand auf Ädre überhaupt einen Bartwuchs hatte. Und die Haut des Mannes war auch viel zu hell gewesen. Niemand auf Ädre hatte so helle Haut. Woher kam also dieser Traum? Und hinzu kam, dass kaum jemand auf Ädre träumte. Das kam nur vor, wenn man alt wurde und die Tabletten nicht mehr gut wirkten. Die sterbenden Ädren berichteten von Träumen. Ansonsten hätte Stefan gar nicht gewusst, wie er es hätte nennen sollen, wenn man ein Erlebnis im Schlaf hat. Und der Mann hatte mit ihm gesprochen, aber er konnte sich beim besten Willen nicht mehr erinnern, was er gesagt hatte. Aber tatsächlich wurde in dem Video, das er gesehen hatte, davon berichtet, dass es außerkörperliche Erfahrungen geben könnte und dass man die Wahrheit in allem viel besser erkennen könnte, wenn man keine Tabletten mehr nehmen würde. Aber Stefan hatte auch Angst. Sein Leben lang hatte er die Tabletten genommen, also bereits 25 Jahre lang, und er fühlte sich auch eindeutig schwächer, seit er sie abgesetzt hatte. Aber etwas in ihm hatte auch gar keine Angst. Das war irgendwie schizophren. Es war wie ein inneres Wissen, das mit seinem alten Glauben rang. Gut, er müsste sich heute wieder um gesunde Ernährung kümmern. Es gab dafür mittlerweile einen Markt, weil es eine Bewegung gab,
die trotz der Tabletten möglichst schadstofffreie Lebensmittel bevorzugte. Die Theorie war, dass man dann mit Hilfe der Tabletten noch länger leben konnte, wenn man sich trotzdem vorwiegend gesund ernährte. In der Regierung wurde aber schon darüber diskutiert, dass die Tabletteneinnahme besser kontrolliert werden sollte. Es sollte Sorge getragen werden dafür, dass jeder gesund bliebe und durch den Verzicht auf dieses Wundermittel keine neuen Krankheiten entstehen konnten. Stefan musste also extrem vorsichtig sein, wem er sich diesbezüglich anvertraute. Aber er wusste, dass es auch andere wie ihn gab, und er war fest entschlossen, diese zu finden. Heute hatte er frei von der Arbeit und seiner Freundin hatte er abgesagt. Er musste versuchen, in den alternativen Medien Gruppen zu finden, die ebenfalls auf die Tabletten verzichteten. Er wollte mehr darüber erfahren, über die Nebenwirkungen und auch über die Chancen, die sich dadurch ergaben. Es sollte ein langer Tag werden vor dem Computer. Fortsetzung folgt.